habt wahrscheinlich gerade alle im Titel gelesen, dass es heute endlich, das ist so ein highly requested Video gewesen, dass ich endlich ein Video darüber mache, wie ich Reißwasser auf meine Haare benutze, wie ich das herstelle, bla bla bla. Aber ich dachte mir, Feli, weißt du was, du gehst jetzt einfach mal ganz kurz raus, um das YouTube-Video-Intro zu drehen. Also ich habe jetzt tatsächlich seit 2 Stunden war ich draußen und habe TikToks gemacht. Ich bin fast erfroren. Ich bin fast erfroren. Ich bin gestorben. Und übrigens können wir ganz kurz über meine Wimpern reden. Like, girl, geht es dir gut? Habt ihr schon mal Feli mit Lashes gesehen? Nee, ich auch nicht. Also, bevor ich jetzt noch weiter von 10.000 Leuten hier mit meinen Nachbarn und so weiter angestarrt werde, würde ich sagen, wir enjoyen jetzt einfach noch mal ganz kurz den View. Ein bisschen den Schnee. Ich merke schon wieder, kennt ihr das, wenn ihr lange draußen seid und es ist so richtig kalt, dass man einfach nicht richtig reden kann? Und das passiert bei mir gerade wieder. Deswegen, wir enjoyen jetzt gar kein View mehr. Wir gehen jetzt mal ganz schnell rein. Ich werde euch jetzt in diesem Video zeigen, was es mit diesem ganzen Reißwasser auf sich hat, wo ich jetzt ja öfter schon in meinen Videos drüber geredet habe. Also auf TikTok, auf Instagram, tatsächlich schon in meinen letzten YouTube-Videos. Und ich habe so viele Nachrichten bekommen, weil ich dieses Video jetzt endlich mache. Deswegen, hier ist es, okay? Hier ist es. Tut mir leid, jetzt chill ein bisschen. Erstmal, wie bin ich denn überhaupt auf das ganze Thema gekommen? Also mit dem Reißwasser. Wie kommt man auf sowas? Ich bin tatsächlich das erste Mal, wie hätte es auch anders sein können, ich als TikTok-Queen. Ich bin über TikTok darauf gestoßen. Zwar schaue ich mir mega gerne so TikToks über Haare an. Also über Haarpflege, Haarmasken, die du dir zu Hause selbst machen kannst und so weiter. Also solche Videos schaue ich mir total gerne an. Und da bin ich halt immer öfter darauf gestoßen, dass Reißwasser total gut sein soll, wenn du kaputte Haare hast, wenn du glanzlose Haare hast, wenn du brüchige Haare hast. Und ich habe sogar mal gelesen, dass es gegen Haarausfall helfen soll, aber weil ich da jetzt selber keine Erfahrung mit habe, möchte ich das jetzt nicht hier versiegeln, dass es auch dafür hilft. Ich würde jetzt einfach mal so grundlegend sagen, Reißwasser schadet deinen Haaren auf keinen Fall. Ich selbst benutze Reißwasser jetzt so seit 2 Monaten oder sowas in die Richtung. Und ich habe mir dabei am Anfang halt wirklich sehr, sehr schwer getan, so was das Einwirken angeht, wann ich das mache, wie warm das Wasser sein muss und bla bla bla. Und all solche Geschichten. Deswegen dachte ich mir, möchte ich jetzt hier mal ein wirklich ausführliches Video machen, dass ihr so komplett Bescheid wisst. Also wie gesagt, um jetzt nochmal auf diese Wirkungen von Reißwasser zurückzukommen. Ich habe halt persönlich gemerkt, seitdem ich das benutze, dass meine Haare viel glänzender und weicher waren. Das kann sein, dass es nur Einbildung ist und das vielleicht an anderen Produkten liegt, aber ich würde persönlich schon sagen, dass es wirklich sehr, sehr stark dadurch kommt. Weil insgesamt sind natürliche Inhaltsstoffe, sage ich jetzt mal, oder natürliche Dinge, die du für deine Haare benutzt, sehr gut. Zum Beispiel auch Kokosöl oder Olivenöl. Also insgesamt halt so total banale Sachen, die jeder in der Küche hat. Bevor ich euch jetzt hier noch ewig lang langweile, würde ich sagen, ich renne einfach mal kurz in die Küche, ohne euch. Ihr geht jetzt einfach mal nicht mit und hole mal alle Zutaten, die wir dafür brauchen und dann legen wir los. So, da bin ich wieder. Ich muss ja erstmal meine Sachen abstellen. Was wir zuallererst benötigen, ist irgendein Glas. Also ich nehme das total gerne. Ich weiß gar nicht, was das für ein Glas ist. Ich glaube, da waren Oliven drin. Immer so mein Reißwasserglas. Also das benutze ich immer, 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 immer. Aber im Endeffekt könnt ihr auch einfach eine ganz normale Schüssel nehmen. Also ich mag das halt, dass da so ein Deckel drauf ist, aber ihr braucht nicht unbedingt einen Deckel. Also wenn ihr sowas jetzt nicht da habt, dann nehmt ihr einfach eine Müsli-Schüssel oder sowas in die Richtung. Also das geht auf jeden Fall auch. Aber falls ihr ein leeres Marmeladenglas da habt oder ein leeres Nutella... Vielleicht nicht total. Falls ihr einfach irgendwie so ein Glas in der Art da habt, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, aber muss nicht sein. Natürlich Reis. Und bevor ihr mir jetzt anfangt, aber Feli, das ist kein Reis, das ist Milchreis. Ich weiß, dass es Milchreis ist. Okay, ich weiß es. Extra gegoogelt. Ich habe extra gegoogelt. Da stand, es ist im Endeffekt das Gleiche, es hat nur eine andere Form als normaler Reis. Und wenn man es halt in Milch kocht, dann ist es süß oder so. Ich habe öfter Milchreis für meine Haare benutzt und das ging jedes Mal fit, also... Lass mich in Ruhe. Ich denke schon, dass es besser sein könnte, wenn ihr ganz normalen, also üblichen Kochreis nehmt, aber ne, geht schon auch fit. Also ihr nehmt jetzt zuallererst den Reis und gebt den hier einfach in euren Container. Schüssel, Glas, was auch immer. Außerdem brauchen wir natürlich Wasser. Ich nehme da normalerweise immer einfach aus der Leitung Wasser, aber da ich gerade jetzt ja hier in meinem Zimmer filmen möchte, muss ich hier den Trinkspender mitnehmen. Und das schüttet ihr dann einfach rein. Das Ganze sieht jetzt super, 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 super widerlich aus. I know it, I know. Außerdem riecht das tatsächlich auch ziemlich übel. Also ihr werdet es merken, wenn ihr das erste Mal macht. Das ist kein leckerer Geruch. Also auf gar keinen Fall, wenn ich das trinken würde, dann würde ich... No, thank you. Auch wenn man den Geruch, wenn die Haare schon trocken sind, nicht mehr so stark merkt, finde ich es irgendwie trotzdem ein bisschen eklig. Deswegen habe ich mir das so angewöhnt, dass ich immer einen Teebeutel nehme. Das ist tatsächlich, den habe ich jetzt schon 5 Mal oder so dafür benutzt. Ein Himbeer-Zaubertee, also nam nam nam. Und zwar schneide ich den hier einfach so ein bisschen auf an der Seite und gebe hier einfach immer so ganz wenig ein bisschen rein. Weil ihr wisst ja, wie geschmacksintensiv, sage ich mal, Teepulver ist oder Teekräuter-Dingsbums da, keine Ahnung. Und deswegen gebe ich hier einfach immer ganz wenig ein bisschen rein für den Geschmack.
Für den Geschmack, weil wir das Ganze dann nachher trinken, ne, Feli? So, das Ganze ist jetzt auch schon fertig. Also ihr merkt, die Zubereitung ist super, super einfach und simpel. Und ich mache das meistens so, dass ich das Reiswasser am Abend zubereite und dann wahrscheinlich morgens oder mittags irgendwann am nächsten Tag duschen gehe. Ich setze mir meistens so als Einwirkezeit so 12 Stunden. Ich kann euch auf jeden Fall sagen aus eigener Erfahrung, ihr dürft es nicht länger als 1 oder 2 Tage stehen lassen. Das ist so widerlich, wird das. Also ich habe mir mein Reiswasser gemacht und dachte eigentlich, ich dusche am nächsten Tag, aber bin dann wegen Schulstress und allem nicht dazugekommen, meine Haare zu waschen. Und das hat so nach Erbrochenem gestunken, ne? Also, oh. Ihr müsst das Ganze jetzt weder in den Kühlschrank tun, noch in die Mikrowelle oder sonst irgendetwas. Das werde ich auch so oft gefragt, ob man da warmes oder kaltes Wasser für nehmen muss. Das ist völlig egal. Also ich benutze da immer so total lauwarmes einfach oder einfach diese Trinktemperatur. Ist echt völlig egal, was für Wasser man da nimmt. Und das Ganze lasst ihr jetzt einfach irgendwo stehen, in eurem Zimmer, in der Küche. Hauptsache nicht im Kühlschrank oder so. Also einfach ganz normal bei Raumtemperatur stehen lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich morgen wieder. Nicht erschrecken, falls ich gleich ungeschminkt bin. Und zwar hatte ich jetzt schon 4 Stunden oder so Online-Unterricht und jetzt habe ich gerade mal Freistunde mehr oder weniger. Dann dachte ich mir, ich mache doch jetzt mal das YouTube-Video gerade mal weiter. Und ich weiß jetzt schon, dass ich es einfach so sehr bereuen werde, sobald ich das Video schneide, dass ich mich nicht wenigstens ein bisschen für diesen Clip gerade fertig gemacht habe, aber egal. So, das Ganze ist jetzt tatsächlich mehr als 12 Stunden, würde ich schon sagen, eingezogen. Und ja, die Sache ist nur, was ich gestern tatsächlich nicht gemacht habe und was ich euch empfehlen kann, aber ich mache es meistens nicht, weil es mir einfach zu viel Arbeit ist, dass man den Reis vorher quasi wäscht. Also, dass ihr eine Schüssel voller Wasser macht und da den Reis erstmal reintut, dass so diese kleinen Dreckteile quasi weggehen. Ich persönlich finde es ein bisschen übertrieben, das doppelt in Wasser zu tun quasi, aber das könnt ihr machen, wenn ihr das möchtet. Das sieht man jetzt, hier sind halt noch so ganz leichte Schmutzpartikel, aber die werden jetzt sowieso gleich weggehen. Und zwar benötigen wir jetzt einmal diesen Sieb und eine Schüssel, da wir ja nicht Reis uns in die Haare tun wollen, sondern nur das Wasser davon. Deswegen müssen wir das jetzt mal ein bisschen trennen. Eigentlich ist es definitiv am schlauesten, wenn ihr das Ganze über der Spüle macht, aber da konnte ich das jetzt gerade nicht filmen, deswegen mache ich einfach hier euren Sieb. Und dann, ich hoffe, das kann man jetzt hier erkennen, dann schüttet ihr das einfach rein. Das war's doch schon. Ihr seht, jetzt habt ihr hier einfach nur noch ein leeres Glas mit Reis und jetzt ist halt auch der Tee und so weiter nicht in das Wasser mit reingekommen, dadurch, dass wir das mit dem Sieb gemacht haben. Und jetzt ist auch schon fast fertig. Wir haben das Wasser jetzt hier an der Schüssel und jetzt habt ihr 2 Möglichkeiten, wie ihr das Ganze machen könnt, also wie ihr quasi das Reiswasser anwenden könnt. Wenn ihr wirklich sehr kaputte Haare habt, dann kann ich euch sehr empfehlen, dass ihr das wirklich so 1-2 Stunden oder so einwirken lasst, also solange ihr wollt eigentlich. Ich weiß nicht, ich setze mir da kein Limit. Und zwar könnt ihr dafür einfach solche Sprühdinger benutzen, die bei euch leer sind. Ich weiß nicht, ihr kennt das bestimmt, wenn ihr so Teile habt und keine Ahnung habt, was ihr noch damit anfangen sollt. Dann nehmt einfach so ein Ding, das fast leer ist oder füllt das einfach um. Und dann könnt ihr hier das Reiswasser reinfüllen und dann quasi eure ganzen Haare einsprühen. Genau das werde ich jetzt auch machen. Wichtig ist nur, dass ihr das immer ausspült, weil das fängt sonst richtig eklig an zu stinken, weil das ja Reis ist, ne? Also dafür nehmt ihr euch hier einfach eure leere Packung und schüttet das hier rein. Ich werde das jetzt nicht hier machen, weil ich sonst einen kompletten Tisch einfach voll machen werde. Aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Also quasi einfach so so einkippen. Ich werde jetzt mal meine Haare aufmachen, auch dass ihr so einen ganz kleinen Vorher- und Nachher-Unterschied einfach seht. Also ich habe meine Haare schon richtig lange jetzt nicht mehr gewaschen. Ich glaube, ich habe zuletzt vor einer Woche Reiswasser für meine Haare benutzt, so ungefähr. Also man sagt so, man soll das 2 bis 3 Mal im Monat machen, aber dadurch, dass ich meine Haare eh nicht so oft wasche, mache ich das meistens bei jeder Haarwäsche tatsächlich. Also das könnt ihr euch eigentlich aussuchen, wie ihr das macht. Ich habe jetzt ja mein Reiswasser schon abgefüllt in dieses Sprüh-Dingsbums und das werde ich jetzt einfach anfangen, überall auf meine Haare aufzutragen. Also wirklich überall, in den Spitzen, auch ganz stark am Kopf, weil das auch sehr gut für Haarwachstum helfen soll. Also dadurch sollen die Haare auch schneller wachsen. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich wieder, wenn ich meine Haare komplett eingesprüht habe, dass ihr dann seht, wie das so ungefähr aussehen soll. Übrigens schaue ich die ganze Zeit da in den Spiegel. Ich sehe aus wie Gollum. Es sind jetzt circa 10 Minuten vergangen. Meine Haare sind komplett nass. Also vielleicht seht ihr das von hinten ein bisschen besser. Die sind jetzt wirklich, als hätte ich sie gerade frisch gewaschen. Nur halt fertig. Bei mir ist jetzt allerdings noch richtig, richtig viel Reiswasser drin. Was ihr da mit dem Rest machen werdet, da komme ich nachher nochmal drauf zu sprechen. Ich werde mir jetzt hier unten mal kurz so einen engen Dutt machen, weil ich das sehr gerne für die Einwirkezeit mache, dass die mich halt nicht stören und dass die nicht auf mein T-Shirt tropfen oder so. Was die Einwirkezeit angeht, das reicht auch schon, wenn ihr das so eine Viertelstunde macht oder nur eine halbe Stunde. Aber ich mache das wirklich immer, solange es geht eigentlich. Gerade haben wir Punkt 12 Uhr. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal, wie lange ich es dieses Mal einwirken lasse. Und dann melde ich mich natürlich wieder bei euch, ne? Bis gleich. Oh mein Gott. Wisst ihr, wie viel Uhr wir gerade haben? 16.30 Uhr. Ich sah gerade noch so von wegen, ja, man kann das für eine Viertelstunde einwirken lassen, eine halbe Stunde. Ich habe jetzt einfach 4,5 Stunden in meinen Haaren gehabt. Kann man so dumm sein? Wie kann man so dumm sein wie ich? Aber egal, das ist auch absolut nicht schlimm. Ich würde mal sagen, das hat fast schon einen besser pflegenden Effekt. War jetzt nämlich mit meiner Mom ewig lang einkaufen. Wir haben Pakete weggebracht. Wir haben das gemacht. Jetzt hatte ich gerade nochmal Online-Schooling. Also tatsächlich heute recht spät am Nachmittag. Hatte ich gerade nochmal einen Kurs und deshalb habe ich das einfach völlig vercheckt. Also, oh.
Wow. Und so lange habe ich mein Reiswasser tatsächlich noch nie drinnen gehabt und es ist jetzt auch schon fast trocken. Also ich hatte einfach beim Einkaufen eine Mütze aufgehabt. Noch hier unten in den Spitzen ist es immer noch sehr, sehr nass. Jetzt würde ich sagen, es ist definitiv, wirklich ganz definitiv Zeit, duschen zu gehen. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, dass ich immer noch sehr viel Restwasser übrig habe. Also ich habe in der Schüssel noch mal ein bisschen was drin und auch noch in meiner Sprühflasche. Und ich werde das Ganze jetzt natürlich nicht wegschütten, sondern es gibt nämlich zwei Methoden, wie man das Reiswasser anwenden kann. Entweder du lässt das nur einwirken oder die zweite Methode, du gehst duschen, du wäschst deine Haare, du machst Conditioner rein, du machst Shampoo rein und dann ganz am Ende nimmst du einfach diese Schüssel voll mit Reiswasser und kippst die so komplett über deinen Kopf. Also quasi gar nicht, dass du es irgendwie einsprühst oder so, sondern du hast quasi hier die Schüssel und kippst es so drüber und da geht natürlich total viel daneben, aber das ist nicht schlimm, weil das ist trotzdem genug an deiner Kopfhaut und so weiter. Das lässt du dann einfach für 10 bis 15 Minuten einwirken, das ist eben diese eine Variante. Du kannst dich in der Zeit rasieren, du kannst in der Zeit deinen Körper waschen, also halt irgendwas einfach in der Dusche, weil ich würde jetzt nicht mit pitschnassen Haaren rausgehen. Ich persönlich mache aber auch mega gerne beides, weil ich jetzt eben noch das Restwasser habe, werde ich das dann einfach, was ich noch habe, zusammenmischen in diese Schüssel und einfach, nachdem ich meine Haare gewaschen habe, drüber kippen. Muss man nicht machen beides, also auf keinen Fall, aber ich mache das halt immer, wenn Wasser übrig ist. Genau, also beim Duschen direkt werde ich euch jetzt natürlich nicht mitnehmen. Aber sobald ich natürlich fertig geduscht bin, seid ihr hier wieder mit dabei. Ich habe euch die ganzen Sequenzen mit dem Haareföhnen und so weiter einfach mal erspart, weil ich finde, die sind immer super langweilig, wenn man da so Zeitraffer und so weiter macht. Deshalb seht ihr jetzt hier meine Haare schon komplett fertig und trocken. Irgendwie ist meine Kamera heute ein bisschen dunkler eingestellt, das hätte ich ein bisschen heller machen müssen. Dann würdet ihr das Ganze besser erkennen, aber ich zeige euch das mal von hinten. So, vielleicht sieht man das jetzt ja relativ gut. Wenn nicht, versuche ich auch nochmal ein Bild mit Blitz zu machen. Da sieht man das mal echt sehr schön. Aber ich bin so unglaublich zufrieden mit dem Ergebnis. Also wirklich jedes Mal, wenn ich das Reiswasser benutze, ist es einfach immer wieder toll. Also einfach schön. Weil die halt auch super weich danach wieder sind und einfach mega fresh. Halt auch gerade, wenn du deine Haare jetzt echt länger nicht gewaschen hast und die schon total eklig und trocken geworden sind, dann Reiswasser ist einfach super. Ist halt echt recht schwierig, dass das jetzt in der Kamera gut rüberkommt. Aber ihr werdet es selber merken, wenn ihr das verwendet. Falls ihr noch irgendwelche Fragen zu dem ganzen Thema haben solltet oder falls ihr irgendwie noch andere Videos über meine Haare haben möchte, dann kommentiert das unbedingt. Ich werde auch versuchen, ganz viele Fragen zu beantworten, damit ihr das auch alle richtig hinbekommt. Ansonsten möchte ich noch dazu sagen, dass es eine Methode ist, die ich jetzt seit längerem benutze. Das muss nicht die 100% richtige Methode sein oder was auch immer. Für mich funktioniert die super gut und ich denke mal, die dürfte für dich auch gut funktionieren, vor allem, wenn man halt gerade so ein bisschen neu bei dem Ganzen ist und das selbst noch nie vorher gemacht hat. Das ist eine Methode, die definitiv leicht ist und für mich funktioniert sie, wie gesagt, super. Deswegen probiert es doch einfach mal aus, wenn ihr wollt, dass eure Haare schneller wachsen oder mehr glänzen oder was auch immer. Und genau, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Ihr könnt gerne mal bei meinem Instagram vorbeischauen oder bei meinem TikTok, wenn ihr mehr so Tipps wollt, weil ich rede eigentlich mega oft über meine Haare oder Beauty oder so. Und genau, das war's. Hab euch lieb. Tschüss.